Ja, der ist noch nicht fertig. Sollen wir Wette laufen lassen oder beenden? Warte, nö, da würde ich weiterlaufen lassen. Liefern doch anständige Arbeit, vor allem wenn es nicht unsere Maschinen sind. Und mit diesen weisen Worten begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Farming Simulator 22. Wir sind immer noch auf der NF Marsch, wir spielen immer noch zusammen im Toto. Oi. Und wir diskutieren immer noch über Laptops. Ja, ansonsten mal wieder Ballen pressen, obwohl man ja doch sagen muss, nach dem letzten Auftrag, denke ich, hat man dafür Verständnis. Zumal, da wir den jetzt gerade relativ parallel alles machen, finde ich, läuft das auch echt gut. Also wenn man jetzt mal überlegt, ich meine, gut, wir sind jetzt auch schon über eine Stunde dran, aber zieht euch das mal rein. Der Bot hat fertig gemäht, ich bin am Ballen pressen und hier nur zwei Bahnen hinter mir, ja, drei Bahnen hinter mir, ist schon der Toto am Wickeln. Wobei der jetzt auch nur da hinten ist, weil der sich noch parallel um alles andere kümmert, das muss man jetzt auch dazu sagen. Denn wir haben, wie gesagt, hier noch einen Helfer am Grubbern auf der 42, hier oben die 78 wird gerade noch gedüngt. Und wenn wir das alles haben, dann ist das schon eine ganze Menge. Gucken wir nochmal hier in den Shop rein. Ein Glasmähwerk, ne, ich glaube, das brauchen wir wirklich nicht, ne? Ne. Aber es gibt leider immer noch keine klassischen Ernteaufträge. Ja, eben runtergetaktet, weil zu heiß. Wenn im Idle schon 70 Grad sind, ist halt nicht mehr viel Luft bis 95, wo Laptops ausgehen, damit die Plastikhülle keinen Schaden nimmt. Ich kann das komplett verstehen, Kaffee, aber vielleicht, wie gesagt, gibt es ja in diese Richtung. Irgendwie, vielleicht kann man ja mal hier suchen, Laptop mit ausreichender Kühlung oder sowas. Weißt du, dann sind die halt nicht so dick wie nur drei Blatt Papier, aber dafür werden die dann vielleicht vernünftig gekühlt. Also ich muss passen, ich weiß halt nicht, ob es sowas gibt. Ich könnte es mir aber halt vorstellen. Wie gesagt, ich habe halt einen Tower-PC, also einen Desktop-PC. Und um ehrlich zu sein, ich würde auch nicht mehr davon weg wollen. Also ich finde das absolut genial, wie gesagt, mit den Laptops. Ich sag ja, der Lippi hatte damals so einen Gaming-Laptop, das war richtig krass. Vor allem, weil der natürlich wirklich, ja, ich komme jetzt vorbei, ja, bringst du Laptop mit, ja, okay. Dann hat der sich hingesetzt, ne? Und das war absolut genial. Aber ich habe, wie gesagt, immer einen Desktop-PC gehabt und ich habe halt auch nie wirklich Verwendung für einen Laptop gehabt, deswegen muss ich da halt auch ein bisschen passen. Da hat mal ein Laptop den Ryzen 7 und dann gibt es den nur mit einer RX 6600M. Und die ist zu schmal. Wieso ist die zu schmal? Was erklär mir jetzt, warum ist die 6600M zu schmal? Für Full HD ist die doch vollkommen ausreichend. Zur Größe. Ich will einen 17 Zoll, denn 15 ist mir zu klein. Ja, kann ich verstehen. Und die sparen inzwischen bei den 17 Zoll Teilen das Numpad ein. So viel zur Ausstattung. Weil es eine M ist? Okay. Muss ich jetzt passen? Sorry, sagt mir nichts. Da müsste ich dann jetzt passen. Wenn ich eine normale 6600 wäre, würde die locker reichen. Aber mobile sind die schlechter, ja. Aber wie viel schlechter soll die denn bitte sein, dass die, wie gesagt, Full HD-Spiele nicht mehr vernünftig darstellt? Klar, mit einer 3070 kann die vermutlich nicht unbedingt konkurrieren, aber. Und was ist, gibt es nicht Laptops, die größer sind wie 17 Zoll oder ist dir das dann wieder zu groß? Ist Platz 150 im Ranking. Ja, Kaffee auf die Rankings. Also sei mir nicht böse. Ne, da ist ja auch schon sehr, sehr, sehr viel aufgetaucht, auch gerade bei den größten und bekanntesten Seiten, dass ein 10 Jahre oder 7 Jahre alter Intel besser sein sollte wie die neuesten Ryzen-Prozessoren. Und bei den Grafikkarten war es ähnlich.
Also da hieß es auch, dass im Prinzip die 5700 XT so gerade eben mit einer 1080 konkurrieren könnte und das ist halt auch irgendwo Schwachsinn. Also die 1080 Ti war echt oder ist immer noch eine absolut geile Grafikkarte, aber wenn du wie gesagt mit einer komplett neuen RAM-Generation dagegen antrittst und ungefähr die gleiche Größe, das funktioniert schon gar nicht vom Prinzip her. So, und letztendlich, wie gesagt, hat man sie dann unabhängig verglichen und hat festgestellt, oh, da können die AMD-Karten ja doch auf einmal 30% mehr wie angegeben. Also da wäre ich jetzt vorsichtig mit so einem Ranking. So, das ist, wie gesagt, ich habe da auch lange Zeit immer reingeschaut und irgendwann, wie gesagt, sind dann so diese Dinger aufgetaucht. Ich sage jetzt mal wie beim ADAC, wo immer der Golf gewonnen hat, ja, dass das auch letztendlich ganz komische Sachen sind. Oder dass auf einmal Rankings danach gestaltet werden, wie gut denn das Physics X ist. Ja, was Nvidia entwickelt und verwendet hat als einziger, ne? Das ist halt so, ja, weiß auch nicht. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich gebe dir natürlich recht, wie gesagt, eine 6600 ist jetzt nicht das Aushängeschild schlechthin und die mobile wird ein bisschen gedrosselt sein, garantiert, aber ja, ob die jetzt, wie gesagt, also so viel schlechter ist. RTX 2050, boah. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, das finde ich jetzt auch wieder zu hart, aber ich sag ja, es sind halt manchmal so Sachen, wo du dir denkst, das ist ganz mysteriös, ne? Bei allen funktioniert das Ding super gut und in dem Ranking ist das dann auf einmal irgendwie schlecht. Das ist, ich sag ja, Vergleich Space Engineers, mein alter Prozessor, 436% Auslastung. Mein Ryzen 3700X war so bei 13%, dümpelte der rum. So. Oder bei 23. Ich glaube, jetzt der 5800X dümpelt so bei 13%. Also es ist, ne, wie gesagt, was halt einfach mit der Zeit passiert ist und möglich war, das sind einfach Welten. Das sind Welten und guck dir an, wie die Entwicklung voranschreitet. Das ist einfach abgefahren. Das ist einfach abgefahren. Aber nochmal, gibt es keinen Laptop, der größer ist wie 17 Zoll? 21, mein Bruder damals hatte zu Gaming. Ist sowas zu groß? Oder gibt es vielleicht noch Definitiv. Es war ein 19? Schlachtschiff. Ja? War ein Schlachtschiff, ja. Und wie gesagt, so 19 Zoll, da gibt es nichts. Stimmt. Ich hatte den, den ich da stehen hatte, ja auch testen können. Ja gut, deshalb weiß ich auch, was mir nicht gefallen hat. Und das will ich halt vermeiden. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch sehr vernünftig. Kann man ja anders nicht sagen. Das ist sehr vernünftig. Fünfzehn und 17 sind halt so Standards. Okay, alles klar. Wieder was gelernt. Ein Hauptfeld beim Bund hatte den 27 Zoll, das war ein Trimmer. Geil. Na gut, 27 Zoll sind meine Bildschirme, also das muss dann auch wirklich ein Riesen-Laptop gewesen sein. Obwohl, ich bin mir fast sicher, der hatte ausreichend Platz für Kühlung. Da kannst du mir nichts erzählen. Ich habe es der 19er von meinem Bruder, der wurde immer warm. Der hat hier dann auf ein Tablett gestellt, praktisch, ne, dass da mehr Luft dran kommt. Ja. Hochgestellt und sowas alles. Ja. Also, ne. Es gibt auch keine Laptops mehr mit SATA. Die haben jetzt alle PCI Express oder M2 SSD. Ja, gut. Ist ja jetzt an sich erstmal nicht unbedingt verwerflich. Also sind ja jetzt keine schlechteren Platten, die M2 SSDs, ne? Oder die PCI Express Dinger. Ach, Leute, die letzte Bahn. Ich freue mich. Jawohl, Lohndienstleistung auf 78 abgeschlossen. Sehr geil. Ey Toto, konfigurier uns doch mal einen Ballenwagen und dann würde ich sagen, kannst du den kaufen. Für den Fall der Fälle, dass wir auf die Idee kommen, noch mehr Ballen zu machen. Oder meinst du nicht?
Nee, ich glaube nicht. Also wenn wir jetzt mit Raffinerie anfangen, dann wären ab und an halt die Ballensachen noch da. Ballenpressen mal als Auftrag hier. Aber Also ich muss ganz, ja. aktuell würde ich sagen, wir haben Raps, wir haben Sonnenblumen. Dafür brauchen wir keinen Ladewagen jetzt. Ne, Sonnenblumen haben wir nicht. Würde ich Ja, auch aber vielleicht nicht kaufen. Warten wir es ab. warum? So, kannst du doch den einen Domi praktisch da als so im Sonnenblumenfeld laufen lassen, und dann lässt du auch dem anderen laufen. Da hast du natürlich recht, klar, könnte man Ja, und machen. wir haben ja zwei davon. Ja, stimmt. Und wir brauchen einen Aufsatz. Stimmt, wir brauchen So. nur einen Aufsatz. Ja, doch. So. Ansonsten gehen wir einfach nochmal zwei Domis holen und dann haben wir halt zweimal für Dingsbums, für Raps und zweimal für Sonnenblumen Ich halt. finde halt Feld 1 und 2 nicht unbedingt schön, ne? Das ist, ich denke halt so Feld 3 oder 19 wäre halt irgendwie cooler. Also Feld 3 hat es ja auf ein bisschen mehr als 10 Hektar. Ja, So, und die 1 und deswegen. 2 haben, wie gesagt, an die 10 Hektar. Ja. So, also von daher tut sich das ja eigentlich nicht wirklich viel bei. Da sagst du was. So. Komm weg mit dir hier, Mr. Fast Truck. Also, nicht falsch verstehen. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Rechner warm wird, aber ich habe meine Grenzwerte, die ich aus Erfahrung von 10 Jahren Laptops ungerne wiederholen möchte. Ja, ist in Ordnung, kann ich auch verstehen. So ist nicht. Und bis auf einen Laptop, der auch immer über 60 Grad im Idle war und nach exakt 2 Jahren den Heldentod gestorben ist, haben meine Laptops alle 5 oder mehr Jahre hervorragend gearbeitet. Der letzte halt jetzt schon 11 Jahre. War auch nicht schlecht, ne? Also, zack. Plüpp. Haben wir doch noch einen rausgedrückt. Sehr schön. Also sagst du jetzt keinen Ballenwagen kaufen? Nee. Hä, bist du sicher? Der kostet, glaube ich, nicht viel. 24.000 neu. Echt? Haben wir konfiguriert, vielleicht dann 25, 26 oder von mir so 30.000. Und den wollen Aber wir wir nicht wollen ja. holen? Nein, ich möchte den Feld holen. Alles Geld geht ins nächste Feld rein. Und war das hier mit so einem als Autoloader? Auch nicht. Nein, wir nehmen ja schon einen Kögel und dann kommt durch der Truck da hin. Nein. Nein. Ich guck ja nur mal. Ja. Oh, der sieht ja auch lustig aus. Tatsächlich. Oh, jetzt habe ich ihn doch aus Versehen gekauft. Ups. Ach, verdammt. Da steht's ja ganz klein. Ach so, weißt du was? Jetzt versuche ich mal was. Ich versuche jetzt mal, ob der Bot den hier nach Hause gefahren kriegt. Was meinst du, wie stehen die Chancen? 1 zu 1 Million. Oh, das ist okay. Am liebsten würde ich mir gerade nichts kaufen aktuell. Die verdienen sich alle die Taschen wund. Ja, das ist Richtig. korrekt. Aber wenn du sowas stoppen willst, dann dürftest du auch nicht tanken. So, Job erstellen, ne? Freie Fahrt, jawohl. Und zwar hätte ich dich gerne hier. Ich bin gespannt. Na gut, Ja, komm, der Junge, fährt nur. mach deinen Job noch zu Ende. Das ist in Ordnung für mich. Ja, wir liefern ja anständige Arbeit ab. Dann gehe ich hier in dich rein. Mal gerade hier mit der Maus machen. Vor 10 Jahren hat man die neueste Hardware in einem Alienware-Laptop, das stimmt, für 2.500 bis 3.000 bekommen, stimmt. Und schau dir mal heute die Preise vom Grundmodellen an. Ja gut, aber wie gesagt, heute kostet auch eine Grafikkarte teilweise. Was hat der Daniel geschrieben? 1.255 Euro. Die mal UVP. Musst du ja das einklappen. Das ist natürlich wieder eine Karte, ne, die mal UVP 900 kosten sollte oder sowas. Also von daher. Oder ich glaube sogar nicht mal 900. Ich glaube 800 oder weiß ich nicht mehr genau. Aber
Also von daher muss ich leider zugeben, mich schockt da jetzt nicht mehr so viel. Helfer G wird durch ein Objekt blockiert. Wer ist Helfer G? Er. Du wirst da nicht von blockiert, das ist okay, Junge. Okay, wir halten also fest. Er wird ab jetzt bei jedem Bot wird er meckern. Hast du unseren Dolly schon abgeholt? Ja. Ich sag, wir brauchen einen LKW. Wieso? Wenn wir den kaufen, dann müssen wir einen LKW haben. Miete! Hier! Was schreist du hier rum? Hm? Was schreist du hier rum? Na, kleine Katze. Komm. Komm, setz dich zu mir. So, ich muss mal gerade meine Katze holen. Hm? Na komm. So, lupp. Hm? Willst du auch was zu den Zuschauern sagen? Guck mal hier vorne, da musst du reinquaken. Dann hören die dich. Hm? Okay, es tut mir leid, Katze schüchtern. Möchte gerade nichts zu euch sagen. Aber dafür sitzt sie jetzt, wie gesagt, neben mir. Vertritt die mitten in hervorragender Weise. Sie sitzt also, sieht süß aus und schreit mich ab und zu an. Das hat eine Katze an. Ja. Und eine Frau, ne? Mhm. Also hat beide Eigenschaften. Ja. Hat einfach beide Eigenschaften. Hm? Na, siehst du, immerhin kriege ich ein Küsschen. Ist ja auch schon mal schön, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Oh. So. Guck mal, der Bot ist jetzt aber hier nicht schlecht durchgekommen. Wo ist der andere? Da oben. Nö, eigentlich, ich bin echt zufrieden. Guck mal hier. Ja gut, das Lenken sieht jetzt ein bisschen behämmert aus, aber ansonsten. Zap. Ja komm, Junge, ist gut. Für mehr brauche ich dich nicht bezahlen, du bist da. Oh, mal ein bisschen sauber machen hier, ne? Unser Traktor soll ja auch hübsch sein. Sie kennen das ja. Da können wir aber dabei laufen lassen. So, immer schön waschi-waschi machen. So sieht's aus. So, deshalb habe ich Grundmodell geschrieben. Da reden wir von Hardware, die du früher bei Alienware gar nicht bekommen hast, okay? Bei mir ist er nicht losgefahren, nur Parking-Simulator. Auch nicht schlecht, immerhin. So, auch mal wieder was Neues. Musste vorhin auch lachen. Ein Ryzen 9 und eine GTX 1660. Ja, das ist irgendwie eine komische Mischung, das stimmt. Das ist wirklich eine interessante Mischung. Restbestände, die einfach nur verbaut werden, verkauft. Ne? Ja, aber ich sag, das halt mit dem Ryzen 9 gepaart ist halt echt schon irgendwie fragwürdig. Also. Die Leute, die aber keine Ahnung davon haben, die kaufen das. Die vertrauen den Menschen einfach, die ihnen das verkaufen. Ja, das stimmt natürlich. Ja? Weil ich bin ja auch noch gewohnt. Du gehst zu einem Verkäufer hin und denkst, der Verkäufer hat Ahnung. Denn er macht ja einen Job und dementsprechend sollte er ja auch Ahnung haben. Ja. Aber heutzutage ist es ja nur noch entweder wie bei Kfz-Teilen oder sowas oder eine Werkstatt-Teiletauscher. Ja, da wird gar nicht mehr geguckt, kann man das reparieren, sonst was. Das wird einfach direkt neu und kostet eben 700 € oder sonst irgendwas. So, gehst du in irgendeinen Fachladen rein, ja, Elektronikladen, fragst du irgendwas nach. Es gibt, weiß Gott, Ausnahmen, ne? Ich sag zum Beispiel Music Store damals, wo ich war, hier wegen Mischpult, Mikrofon und alles. Ja. Die Leute, die dahinter sitzen, die fragst du was, die haben mir Begriff von die Ohren gehauen, sag ich, Alter, laberst du mir einen vor? Ich habe nicht mal gerade drei Sätze von dem verstanden, was du mir gesagt hast. Ich bräuchte möchte ja streamen und dafür möchte ich anständiges Mikrofon und vielleicht ein Mischpult oder sowas, wenn man es auch wirklich braucht.
Willst du ein richtiges Mikrofon? Willst du ein normales Mikrofon? Willst du Dual? Willst du dies und jenes? Ich Ne? Da hoffe merkst du nicht, aber dass du dem auch. gesagt hast, Alter, ich hab nichts kapiert von deinen letzten 3 Sätzen. Klar, ich hätte gesagt. Sehr schön. Stell mir einfach irgendwas zusammen, sag mir, was das kostet, und dann ist gut. Also, ich habe keine Ahnung, von dem du redest. Ja. Ja, und dann hat er mir ja gesagt: Ja, pass auf, du bist im Einsteiger, sagst du, ne? Und Einsteiger reicht das absolut, was das angeht. Ich habe hier meinen Behringer, das läuft 24-7, ist das Ding an, ohne Probleme, seit 2, 3 Jahren. Später, ich hoffe, in 4 Jahren, genau. Ja. Das Mikrofon und so alles, alles, was ich hier habe, läuft tadellos. Und eigentlich habe ich nur das Mischpult bezahlt, den Rest habe ich umsonst gekriegt. Ja. Ah, okay, oder natürlich meine Beyerdynamics Kopfhörer halt, ne, die ich ja hier drauf habe. Ja. Die habe ich sogar noch durch den Verkäufer, der sagte: Warte mal, wir haben, glaube ich, eine Rabattaktion. Hier haben wir, weißt du was, du kriegst auch von mir mein Dings hier Rabatt hier, ne, seinen Mitarbeiterrabatt. Ja. Dann habe ich das Ding 120 Kosten, habe ich für 60 € gekriegt oder so. Das ist natürlich eine Ansage. Okay, schenkt Gau schwarz ins Maul, lieben Dank. Nee, das Genau. werde ich auch nicht gemacht. Vor allem, das lohnt sich ja richtig. Das ist ja. Ja. Und solange mein Beyerdynamics-Dings, weil mein Behringer Mischpult da nicht irgendwie mal den Geist aufgibt, Ja. habe ich absolut gespart dabei. Ich habe ein Mikrofon, wie gesagt, umsonst, die Kabel dazu. Finde ich gut. Warum? Nebenbei fertig, ne? Ja, ich muss mal, wie gesagt, ich muss mal ganz kurz mit einer Ist sie immer noch nicht im Bett? gucken. Ja, die war schon, die ist wieder da. Weiß, warum die Katze angekommen ist. Wollte ich vorwarnen. Glaube ich nicht. Gut, ihr Lieben, ich bin mal ganz kurz weg. Bis gleich. Ja, mach mal, dabei. Jetzt wollte aber nicht, dass ich euch unterhalte, oder? Ich habe heute irgendwie nicht so was den riesigen Redebedarf. Und außerdem sehe ich auch nicht den Chat vom Schütze. Wenn ich das. Nein, das Lex hier. Ja. Fahren wir erstmal zurück zum Hof. Fällt mir noch etwas ein. Hat er jetzt abgeholt eigentlich? Und die Dolly, hat er den abgeholt, ja oder nein? Gute Frage, nächste Frage. Das, ne? Gut. Aufhören zu lenken. Und hat er es Okay. geschafft? Nee, komisch. Okay. Hier haben wir scheinbar genau das Phänomen, was der Kaffee gesagt hat. Naja. Ist er da stehen geblieben, also? Ja, der hat tatsächlich gar nichts gemacht. So, du hast fertig. Das ist dein Deutsch, ne, mit dem du unterwegs bist. Ja. Ich hatte den JCB hab ich am Händler hingestellt. Mit Ballentransport und dem Dolly. So, ich dachte jetzt gerade, du wärst schon da drin, aber. Nee, ich wollte es eigentlich den Dolly abgeholt haben, aber dann Ne, ich hab hat den nicht einfach geklappt. zurückgesetzt. Ich hab ein bisschen gefuckelt. Ich hatte den zurückgesetzt.
mir gedacht habe, komm, wir eiern jetzt gleich genug durch die Gegend, weil ich glaube, wir müssen wieder zur BGA Nord, wenn ich es richtig gesehen habe. Sollen wir da zwei nehmen? Zwei Hänger? Nur einmal. Ja, wenn du willst, aber brauchen wir ja wieder noch einen Dolly. Ja, mieten. Ja, wenn du meinst. Kostet Dolly 9000, kostet nur der Dolly, ne? Mieten vielleicht 500, 100.000 auch? Weiß ich nicht schon. Wenn du, wie gesagt, wenn du meinst, dann mach das. Ich hätte jetzt. Weiß nicht, wie viele Ballen da oben sind. Ich hab's nicht erzählt. 100, 150? Echt mal so. Ich würd sagen, wir fahren jetzt, oder ich fahr gleich einfach einmal mit dem Kögler hoch. Mhm. Schau mir das an, sag dir, wie viele das sind und fertig ist. So, bin weg, muss morgen früh raus. Gute Nächte. Gute Nacht, lieber Daniel. Schön, dass du wieder da warst. Bis demnächst. Gute Nacht. Und ich weiß gar nicht, wo ich lang fahre. Ich hätte schon längst hier irgendwo mal abbiegen können. Ich bin hier, fahre hier gerade voll die Weltreise. Ja, sauber. Ja. Denke ich mir gerade auch. Guck, da ist das kleine Kätzchen wieder. Hallo. So, ich stelle mal unseren Traktor hier auch beim Händler ab. Können wir Dünger gleich wieder auffüllen? Mhm. Und ab in den JCB. Dann muss ich nochmal gerade nach dem Weg gucken. Da rechts, links, rechts. Da ist man schon fast da. So, nehmen wir mal. Ah, Moment. Hier noch eben fix einstellen. Was wir überhaupt laden wollen, ne? Ladegut, Europaletten, Big Bag. Rundballen, Quaderballen, 220er, hier wollen wir. So, ab geht's. Ich werde wohl die Rundumleuchten mal anmachen. Ich denke, das können wir hier ganz gut gebrauchen. Bei dem Geschoss steht ja hinten dran, Long Vehicle. Macht, würde ich sagen, auch durchaus Sinn bei dem Gespann. Ja, ihr seht schon, hier fährt mal alle Schilder mit um. Obwohl, ich bin, wie gesagt, etwas überrascht. Also der braucht doch schon recht lange, bis der auf seiner Geschwindigkeit ist. Ob das einfach der kleine JCB ist? Ja. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welchen wir hier haben. Weil es gibt den ja auch in... Ja, was heißt klein, ne? Also es gibt den ja im Mittel und in Groß. Mich hat der positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich mag meinen Dolz, ne? So ja. Nicht, aber der hat mich echt positiv überrascht. Ja? Mhm. Wodurch? Einfach, weil er schnell ist. Nicht nur, weil er schnell ist, aber auch bei der Fahreigenschaft, ja. Also es ist nicht jetzt so, ob es jetzt der Anfangsspeed ist, ist klar, aber ist jeder erstmal ein bisschen langsamer, jeder Traktor hier auch. Ja, aber so allgemein doch. Ja. Doch, von mir. Ja, schlecht finde ich ihn jetzt auch nicht. Ja, irgendwie so ein bisschen was angetan, so. Gut, was hält uns davon ab, noch einen zu holen, ne? Wie gesagt, den gibt's ja auch in recht groß sogar. Ich glaube mit 350 PS oder sowas. Irgendwie sowas hat der auch recht viel auf jeden Fall. Und er ist halt im Verhältnis echt schnell natürlich. Mhm. Ist ja auch der Fast Track. Oh, jetzt bin ich zu früh hier. Ein bisschen ausholen. Natürlich dann immer ein bisschen ungünstig mit der Kamera, wenn man da in den Bäumen hängt. Yep. Naja, so ist es, ne? Gibt Schlimmeres. Gibt es als Frontladeaufbau sogar. Also Motorisierung kannst du nicht verändern. Nee, du musst bei dem mittleren Traktor gerade, ne? Nee, du musst direkt auf... Ja. 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 Ja, du musst auf Großtraktoren. Ach, da gibt es auch nochmal. Ja. Gaming Notebook Vergleich RTX 3050 als Plus. Weil Gaming-Grafikkarte. Gute Leute, sonst müsste ich die Witze suchen. So, Abdeckung öffnen, abkoppeln, Spanngurte, aber wie ich den jetzt hier einschalte, steht hier wieder nicht, ne? Eins ist abkuppeln, ne. Kannst du auch keine Motorisierung ändern? Der hat einfach 348 PS. Ja, genau. Und 11,8 Tonnen, fährt 70 km/h. Ja, fertig. Aber der hat keinen Frontlader. Nö,
Das ist ja auch eigentlich, wie gesagt, im Normalfall gibt man Großtraktoren noch keinen mehr. Mittleren eigentlich auch eher selten. Oh, jetzt machen sich die kleinen Reihen positiv bemerkbar. Kann man durch die Mitte fahren. Gerade den Serienanhalt, ne? Ah, oh, schönes Teil. Wenn ich sehe, US-Variante, die hat eine richtige Treppe, EU-Variante geht einfach nur steil runter. Blub. Ja, weil die, wie gesagt, bei uns ja nicht breiter werden dürfen. Ich glaube, der Xerion hat von 3 Metern, die er maximal darf, ich glaube 2,99 Meter oder sowas. Hättest du da die US-Treppe dran, wärst du drüber. Eigentlich relativ simpel. Aber in USA interessiert das halt einfach keinen. Richtig. Ach, du kannst vorne auch noch Gewichte dran machen. Ja, das hatte ich auch schon gesehen beim Xerion. Das ist richtig hart. Vor allem wie viel Gewicht. Ich lasse meinen 3-Punkt einfach. 3.400 Kilogramm. Größte Motorausführung, 530 PS. Ja, wie gesagt, ich habe letztens gesehen, du kannst dem jetzt sogar 4 Raupen verpassen, dem Xerion. Habe ich schon gerade. Muss ich gucken, wenn du Multi guckst. Ah ja, stimmt. Ja, mit ein paar Gewichten schon mal hinten drauf. Würde ich Hat weglassen, jetzt. sonst können wir die Kabine nicht mehr drehen. Okay. Also meine ich zumindest. Sieht aber so aus, wenn das den nicht jucken würde. Ne? Da gehen die Kabel rein, mal gucken. Die Kabel sind immer noch da. Und du hast ja auch den Abstand zur Kabine. Ja, aber du musst den ja, wie gesagt, normalerweise, wenn du den drehst, ist der eigentlich plan da drauf. Also ich glaube nicht, dass man damit noch die Kabine drehen kann. Wofür willst du die Kabine drehen? Habe ich ein paar Mal gemacht, fand ich jetzt nicht schlecht. Dann muss man mal testen, sonst. Du wirst jetzt wohl keinen Xerion kaufen. Was ist denn jetzt hier los? Hallo. Oh, ich kann nicht weiter raus mit der Kamera. 462 Tja. Frage ist, ob wir irgendwas eigentlich brauchen, wir gar nichts, ne? Nein, deswegen verstehe ich auch nicht, dass du da rumguckst. Du wolltest doch nur mal nach dem Fast Track gucken. Dein Kontostand ist ganz nice. Ja, aber nicht, wenn wir ein Feld holen. Wer ist ja der Krone Profiliner? Der Krone Profiliner, der ist im Angebot, ja. Hab ich ja Oder auch vorhin der schon Lo. gesagt. Ich glaube sogar auch Ah, als Autoload. ja. Ansonsten noch der bekannte. Was? Distinction Super B? Distinction Super B. Nur. Das wird dieser Counter, den wir noch mal. So, wo muss ich jetzt hin mit dem Ding? BGA Nord, glaube ich, ne? Wie viel hast du jetzt? Also bist du schon voll? Ja, ich habe jetzt 56. Dann Aber setz sie ich. doch einfach. Setz sie doch ab. Nee, das ist BGA Nord. Also, ich glaube, wenn du hier noch ein zweites Mal drüber fährst, ist es schon durch. Deswegen. Ist voll, wie gesagt. Was ich mich frage ist, wenn ich jetzt den holen sollte, unseren Dings der Bums da, Kögel, Ja. aber mit Aufsatz. Wie mit Aufsatz. Ja, mit einer Plane. Den gibt's mit Plane? Ja, klar. Einmal Fr Nordfriesisch Marsch, vierfach steht dann drauf. Ja. Dann halt Farming Simulator League halt, ne, mit Giants und sowas. Oder halt einfach nur Farming Simulator von Giants ohne dieses League da drauf. Aber ich würde halt schon Nordfriesisch Marsch nehmen, einfach weil es ist seine Karte und Definitiv. warum denn?
Warum nicht supporten dann auch, wenn einer das sieht? Nein, Ach, voll, Quatsch. vollkommen richtig, aber ich wüsste gar nicht, warum ich den mit Plane haben wollen würde. Der ist doch dann nach oben hin garantiert auch begrenzt. Nee, eigentlich nicht. Ja, normal schon. Weil wenn ich da jetzt wie gesagt Ballen drauf schmeiße, dann kann der ja nicht so hoch gehen. Weil wenn du mal guckst, ich bin auf jeden Fall über der vorderen Wand drüber. Mit den Ballen. Mit den sechs ist schon witzig, Wäre. ne? Man sieht gar nicht mehr die Zugmaschine. Wäre. Wäre ja ein Test während, ne? Ausgezeichnet. Mal Felgenweiß. Felgenweiß. Bitte. Felgen weiß. Ja. Hat Warum? unser Dolly auch. Ach so. Nur deshalb. Und ich finde, das sieht schick aus irgendwie bei LKWs. Ich finde, das hat was. Hast du Lizardreifen drauf, ja, ne? Ich habe an dem Ding gar nichts verändert diesmal. Ich habe ihn einfach so gemietet, wie er ist. Er müsste aber rein theoretisch standardmäßig Lizardreifen ja drauf haben. Ja, was gibt's für eine Alternative? Dann weiß es doch. Nocane. Ja, weiß nicht. Guck mal, wie die aussehen, was dir besser gefällt. Okay, sehen schon scheiße aus. Ja? Allein die Felgenfarbe. Weiß nicht, ob du es jetzt gerade siehst. Selbst. Ich habe es kurz gesehen, aber ich muss mich hier auch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren tatsächlich. Weil das Ding ist voll. Allein die Felgen sehen schon scheiße aus. Ja, dann lass es. Dann bleib halt bei den Lizardreifen. Längsbereifung drauf und passt das. Ja, ich glaube, habe ich auch nicht, aber ist auf jeden Fall besser bei den Gewichten dann. Und kaufen und nicht kaufen. Ich will vielleicht erstmal bieten und testen. Oder nicht? Weil wenn der dann Mist ist, dann haben wir wirklich das Geld in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne. Nein, du kannst die Plane doch konfigurieren, kostenlos aufmachen. Ja, dann, was quatschst du denn dann? Hast ja recht, dann kannst du eigentlich einkaufen, würde ich sagen. Wie oft brauchen wir den? Wir haben noch keine Fabrik, wir haben noch nichts. Nein, 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 nein. Wir haben noch nichts, womit wir irgendwas machen können. Nein. Wir kaufen nichts. Aber wo du gerade beim Händler bist, willst du mal zwei neue Dünger kaufen und den kleinen Arion hier befüllen? Ich glaube, für drei ist kein Platz. Ist der denn da beim Ja, Licht? ja, ja. Achso, wenn du Big Bags kaufst, die sind ein 100er billiger, übrigens. Ja, okay. Zu spät. Ja, ist egal. Das hätte ja nur nicht sein müssen, kleine Knutschkugel. Ich würde ja mal interessieren, ob die in der Realität, wie gesagt, auch mit so vielen Ballen durch die Gegend eiern. Also 56 Stück finde ich ja doch schon sehr heftig. Ey, ich glaube, die oberste Reihe ist da nicht dabei. Denke auch Also nicht. drei Lagen, was das sind, ne? Das sind ja vier insgesamt, genau, drei Ja. maximal. 4 und jeweils 40, 14 Stück. Also ich glaube, wie gesagt, auch der Wagen ist viel zu groß für jetzt reale Umgebungen. Aber ich weiß es nicht. Also könnt ihr schon, sieht aus wie ein ganz normaler Sattelschlepper halt, ne? Nee, finde ich nicht. Der ist auf jeden Fall deutlich länger. Was ist das extra long? Ja, ich denke schon. Also ich möchte nicht drauf wetten. So ist es nicht. Naja, aber wie gesagt, spätestens denke ich, beim Gewicht hast du ein Problem. So ein Silageballen wiegt mal locker flockig 350, eher so 500 Kilo, weil Silage ist schwer. So, 56 Ballen. Das wären dann in Tonnen, wären das 56, 25, 29 Tonnen. Zuladung. Würde ich behaupten, ist was viel, oder? Wobei geht, ne? Bei einem 40-Tonner. Jo. Oder? Was haben die an Zuladung?
Keine Ahnung, ich bin kein LKW-Fahrer. Ah, der Dodger, ne? Der wäre LKW-Fahrer. Oder der kennt sich zumindest mit LKWs aus. Naja, beim nächsten Mal. Wir fragen ihn beim nächsten Mal. Jo. So, dann. Oh, ein bisschen Geld verdienen hier, ne? Verdien mal gutes Geld. Ich versuche mal gutes Geld zu verdienen, mein Bester. Ich finde, das sieht lustig aus, wenn man den Traktor gar nicht mehr sieht. Selbstfahrender Anhänger. So, Spanngurte lösen. 14. Ja, nett, ne? 96%, du weißt, was das heißt. Das heißt, von der nächsten Ladung gehört auf jeden Fall einiges uns. Ja, gut. Ja, finde ich allerdings auch. Ah, muss ich nur erstmal wieder da unten ankommen. Und dann würde ich sagen, legen wir uns erstmal schön gemütlich pennen. Mann, ey, hoffentlich ist unser Raps bald erntereif. Quatsch, der ist nicht mal in der ersten Phase, glaube ich. Wenn vielleicht ansatzweise die zweite. Was? Boah, mindestens schon in der dritten sein. Wir haben schon dreimal gepennt, oder nicht? Ja, aber optisch ist das nicht mal ansatzweise gewachsen. Ja, das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Das dann nicht sehen. Ja. Da war ich zu weit. Wachstumsphase. Das ist dieses. Ja, okay, der könnte sogar schon in der. Was ist das? Zweiten, vierten. Oder? Zwei. Vier. Sechsten Phase könnte der schon sein, von Grün. Wenn nur 7 und 8 und dann kommt der Antreif. So, ein bisschen bremsen hier. Also wenn du es hier siehst, die zwei Domis halt, ne, so nebeneinander. Wo man sich vorstellt, man hätte jetzt nochmal zwei links und rechts daneben an. Ja. Natürlich mit so vier Fendt Ideal sähe auch geil aus, so ist nicht, ne? Aber. Na, so drei Lexion 8900. Aber die wirst du da schon nicht mehr reinkriegen mit ihrem 14 Meter Schneidwerk. Die kommen ja nicht ganz hier dahinter in die Halle rein tun. Ne? Da kannst du natürlich auch die Deutz Proliner reinmachen, das gleiche. Ja. So, du bist gerade noch da oben am Fahren. Der eine Auftrag, den kann ich schon abgeben, ne? Der ist ja schon fertig. Ich habe gedacht, wir geben gleich einfach alle drei nacheinander ab. Das wird doch bestimmt lustig. Die zwei, okay, ja. Wieso? Der Dünger ist fertig, der Grober ist fertig. Ja, und hat man nicht. Ja, den Ballenauftrag, den mache ich da gerade auch fertig. Ach, Feld 61, ja stimmt, wir wollen. Ja, ach, Gruppen düngen, ach richtig, 78 deswegen, da oben. Ja, ja, da war ja noch was, 78. Genau, siehst du mal, den Kollege. Den schon vergessen, die 78, ja. Ja, hier geht's richtig ab. Hier geht es richtig ab, du. Oh, dann stand ich schon mal hier rum. Ja, ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht, wie viele Ballen ich hier noch mitkriege. Das musst du vielleicht doch noch einmal fahren. Nimmst du da deinen Deutz? Ich guck jetzt mal. Da steht ja noch ein Ballenlader. Steht also ein Ballentransportanhänger steht ja auch noch beim Händler. So, vom Auftrag hier. Ich weiß. Na, warte erstmal. Vielleicht bin ich ja, wie gesagt, gleich da. Oh, ich könnte ja auch mal Innenansicht fahren, ne? Stimmt, ich könnte ja mal wieder Innenansicht fahren. Ich habe jetzt mein Lenkrad dran. Ups. Achtung, Ruckel. Da merke ich kaum was von. Na, dann geht es doch. Der gute JCB. Mal hier ein bisschen drin umgucken, wa? Boah. Oh, der hat viele Knöpfe. Junge, hat der üppig Knöpfe. Ja, das geht. Das sieht tatsächlich auch ganz aufgeräumt aus. Gaspedal, Hammer. Bremse, Hammer. Wow, ein komplett vollwertiger zweiter Sitz. Hammer. Bin gespannt. Ja, da ruckelt es ein bisschen. Ja, ich habe hier einen Zeitdruck, ne?
Also bei mir tatsächlich, wie gesagt, das ist in der Innenansicht. Aber ich fahre ja, wenn ich Lenkrad habe, fahre ich ja gerne in Innenansicht, weil dann ist es einfach auch ein schönes Gucken, was das angeht. Also ich finde es abgefahren, in der Innenansicht sieht man auf jeden Fall richtig krass, dass wir hier auf dem Feld sind. Das finde ich gerade echt richtig gut gemacht. Dass man hier einfach sieht, wie der hier am Rumhüpfen und am Tanzen ist. Ich komme zu dir. Ja, ich weiß noch nicht, ob das nötig ist. Deswegen sage ich, ja, Ja, warte doch einen Moment. Wenn ich die jetzt alle auf dem Anhänger kriege, dann brauchst du ja nicht mehr vorbeikommen. ist nicht schlimm. Ich Aber fahre gerne durch. bei unserem Glück bleibt so genau einer übrig oder so. Oh, jetzt hier. Wie heißt das? Hattrick. Klack, klack, klack. Und ab in die nächste Reihe. Freie Bahn mit Marzipan. Den. Ich glaube, du brauchst nicht mehr kommen, oder? Na? Alter, springt der bei mir hier rum? Der hat gleich eine Explosion, ne? Müsstest du Ja, mal reingucken bei mir im tatsächlich. Stream gerade, Tu ey. ich, tu ich. Du siehst sogar mich in den Fahrer. Oh Mann. Hat er jetzt beide nicht aufgesammelt? Was ist denn da los? Muss ich nochmal umdrehen. Oh! Ne, tatsächlich. Stimmt ja, Version Graben. Bam! Ja. Sag jetzt, Sani, da könnt ihr auch mal beim Totum-Clip machen. Ach nee, Nee, kann er darfst du ja nicht. nicht. Stimmt. Stimmt, der Ja, Totum da. möchte das ja nicht, dass man sieht, dass er Fehler macht. Nein, ich weiß halt nicht, wie ich das Hoffentlich ist einstelle. das nicht unser Feld. 19. Glück gehabt. Ich habe jetzt einen riesen Deich vor mir, also on the legs. Nehmen wir das Ding schon mal ganz hoch, ne? So, Ich glaube, du brauchst nicht mehr Geronimo. kommen. Sorry. Ich glaube, ich habe alle eingesammelt, Toto. Es waren Nicht aber auch schlimm. nur noch 38 Stück. Was lässt du mich jetzt echt nicht mehr meinen Deutsch drin und denkst du, ich bin abgesoffen oder was? So eine Schweinebacke. Nein, Ich bin echt? über die großen Deutsch gejumpt, großen Deich Er muss vielleicht gejumpt einfach den anhängen. Achso, du kannst ja noch nicht abhängen, ne? Weil. und ich kann mir gar nicht das rein, aber vielleicht kann ich mich hier reinsitten. Ja, versuch mal. Versuch mal. Ne, kann mich nur zurücksetzen. Nee, kannst du auch nicht über Tab? Guck doch mal, ob du über Tab reinkommst. Ne. Läppsch. Egal. Hätte ich den Hänger nicht hinten dran gehabt, wäre ich weitergeflogen. Vermutlich. Aber es genau hier zwischen 1959 ein riesen Deich ist und dann diese Wassermenge auch noch ist. Nice. Aber es war ein cooler Jump. Ja, da brauchen wir dann auf jeden Fall einen Bagger, um da den Schlamm rauszukriegen, ne? Aus dem ersten. Da brauchst du Motivation. Ja, meinst du? Ah. Ja gut, aber wenn du alles einkassiert hast, ist doch gut. Habe ich. Also es sieht auch in den Spiegeln so aus, als ob es hinten dran wäre. Von daher bin ich da guter Dinge. Und der JCB fährt auch in Anführungszeichen nur noch 50. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, dass ich alles hinten dran habe. Klingt nach schwerer Ladung, ja. Ah, jetzt fährt er schon fast 60. Naja, 56, 57. Hüp! Gib ihm was Zeit. Gut. Ich gebe ihm vor allem das Pedal aufs Bodenblech. So sieht's aus. Hebel auf dem Tisch.
Und bremsen vor der Kurve mit 68. Quietsch. Ah, guck, Innenansicht sieht das gar nicht wie so ein Unfall aus. Da kommen wir auch mit 50 um die Kurve. Ah, hier jetzt vielleicht nicht. Wo ist er denn, der Toto? Ich bin am Hupen und ich habe alles am Blinklicht an, Toto, nur für dich. Oh. Hallo. Na, bist du schnell, ich schaffe nicht mehr zu dir zu laufen. Oder musst du rechts fahren jetzt? Ja, leicht rechts und dann links. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich gebe mein Bestes. Dich. Ich gebe mein Bestes. Ah! Na, warst du schön Trecker gucken, Junge? Oh, guck mal da. Blaue Häkelkögel. Ja. Jetzt rennt er mir hinterher. Da nü. Oh oh, Gegenverkehr, pass auf. Was soll bei mir passieren? Der bleibt sogar bei dir stehen im Gegenverkehr. Ja, besser wär's. Hat der mal Panik gehabt. Besser wär's für ihn. Vielleicht haben die gesehen, dass ich fahre. Ich fahre hier schön mittig. Ich denke aber auch, das darf ich mit der Ladung. Zumindest solange ich hier niemanden belästige. Sagen wir es mal so. Ach, herrlich, ihr lieben Leute. Herrlich. Doch, es tut mir leid. Das Spiel macht doch wieder irgendwie ein bisschen Spaß. Irgendwie ein bisschen? Ja, doch. Ich bin immer noch sickig auf Giants, so ist nicht. Aber es macht Spaß. Ich werde ja auch langsam wieder warm mit dem Spiel. Keine STVO für Landwirte. Ja, ich finde auch. Also, zumindest während der Erntezeit. Sag ich ganz ehrlich, ich finde das in Ordnung. Wobei, die halten sich ja auch dran, ne? Nur wie gesagt, wenn du halt in so einem Dingen sitzt, ich finde, das ist hier recht gut verdeutlicht. Die sehen ja wirklich nicht viel mehr. So, und dann sitzt du da in dem Dingen drin, hast du gesagt, teilweise hier so ein riesen Anhänger hinten dran. Das ist schon echt okay, wenn man einfach mal Rücksicht auf die nimmt. Ganz ehrlich, das ist in Ordnung. Money, money, money makes Toto funny. Make me feel all good. 102.000. Und jetzt bekommen wir nochmal 60, wenn wir den Auftrag abgeben. Bitte warte noch, ich bring noch kurz unseren Dolly nach Hause. Welt 19 war das, ne? Was denn? Kaufen? Nein, Welt 19 kostet immer noch 1,4 Millionen. Wir hatten immer noch über Feld 3 gesprochen. Ist immer noch Zuckerrüben drauf. Ja, und? Musst du die halt ernten. Nicht da Raps drauf sehen können, so hier Boden oder Mais. Wir müssen auch erstmal oder wir können auch erstmal gar nichts kaufen, das geht auch alles. Blöp. Kommt, ihr habt den besten Dünger, den ihr bekommen könnt, wächst schneller. Ist einfach so. Moin. Moin moin. So, komm, jetzt kommen wir zum schönen Part. Also, die hier zurückgeben. Ja. Ja, dann, lieber Toto, wenn ich bitten darf, gib doch mal ein paar von unseren Aufträgen ab. Halleluja, okay. Ich habe die Ehre. Ja, bitte.
Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Ja. Dachte erst, wir verrecken, wir haben Probleme mit Geld und sowas, ne? Und? Wie Nein, sieht es dein damit aus? Dodo kauft aus, der kauft sich statt die Saatmaschine für 300.000. Ja, ja, Und jetzt auf Katastrophe. einmal, ey. Puff, 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 puff. Ja, doch, läuft ganz gut bei uns, ne? Würde ich sagen. Darauf sollten wir uns, wie gesagt, ein Feierabendbier trinken und mal hinlegen, oder? Ja, ist nur Ballenpressen da. Bestimmt eine Rübenmaus im Sale. Ich gucke. Nee, leider nicht. Nur hier. Doch, guck mal hier, ein Rübenernter. Ja, Das ist ein Zeichen. aber der kann nur Rüben. Hä? Aber wenn er nur Rüben. Interessant, Nee. bei mir war der Krone jetzt gar nicht mehr da im Sale, ne? Guck mal hier. Guck Ja, ist mal. jetzt weg. Was hält ist aber wieder da? Ne, bei mir ist weg. Dafür habe ich das Mehrwerk aber nicht vertun hast. Das Hervorragend. Glas-Mehrwerk. Ist das genial. Das Spiel ist sehr synchronisiert, würde ich sagen, ne? Ach, hör doch auf. Komm, wir legen uns pennen. Push the button. Yes. I do it. I do it. Let's do it. Ah, Betriebskosten. Weißt du, Die was wir machen uns arm. theoretisch auch machen könnten? Oh, hier so ein Dingenstreuer. Brauchen wir aber auch nicht. Weißt du, was wir vom Prinzip her auch machen könnten? Wir könnten ja die zwei Dominatoren schon gegen den Lexion tauschen. Könnten wir. Oder, was ich jetzt gerade mache, Direktverkauf. Ich verkaufe gerade unseren Strom. Warum? Weil er schon voll ist. Ja, Kein Platz nice. mehr. Aber wenn du jetzt Direktverkauf machst, dann ist alles weg, ne? Aha. Ja, geil. Na, mach mal. Oh, ich ja. Mach Aber doch. irgendwie. Ja, ich glaube immer nur zur vollen Stunde, ne? Gut sein. Ja, Toto, was machen wir jetzt? Entweder legen wir uns noch zweimal schlafen und haben vielleicht Glück, dass wir dann endlich ernten können. Moment, was ist denn hier drauf? Das ist gerade frisch abgeerntet, die 19, ne? Ah, Dreck. Dreck. Weil ich würde behaupten, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld für die 19. Ernten, ernten. Was ernten? Haben wir Ernteaufträge? Ja, Feld 73. Gibt zwar nur 9000, aber dafür direkt eine fette, ein fetter Case-Mähdrescher. Grubbern 43.000 Feld 19 Ja. akzeptieren. Ja, leg los. Was ist mit Feld 73? Das ist ein kleines, aber wie gesagt, wir könnten ernten. Was ernten wir denn? Hafer. Hafer, brauchen wir Hafer? Wir brauchen keine Hafer. Nein, Ja. ich habe den Auftrag wieder angenommen, ohne Dings zu machen. Mieten. Ja, nice. Und jetzt? Gucken wir uns einen Grubber. Ja, dann miet mal ein. Bis 450 PS kannst du gehen. Kannst du da Ich finde trotzdem, das blöd, ey, dass kannst du ich da den noch trotzdem drauf anklicken muss. achten? Ha, pass auf, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Warte. Hier. Was? Hab die Geräte ausgeliehen. Sind eigentlich fürs Feld 2, waren aber genau die gleichen. Okay. So, was ist mit Feld 73? Sollen wir den Hafer machen oder nicht? Bringt ja nicht viel, ne? Ja, weiß ich nicht. Hast du jetzt trotzdem einen Grubber gemietet? Nein, 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 nein. Ja, dann mach mal. Wir Jetzt brauchen nämlich sonst zu lang. Ich mal schnapp mir mieten. den 960er Axion. Oder mach mal jetzt 450 Feierabend. 450 PS, der hat maximal 8 Meter. Der hat Welchen? 8,4, 320, der hat 12,2 bei Den Featherstart. 75. 14, Ja. 14,3. Ja, hat Den kannst den du nehmen. Mieten. Ja, den NZ Extrem. Mieten war 6.300. Ja. Ärgerlich. Das ist aber teuer. Gleich mit dem Strom hoffentlich aus. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Jo.
Ah. Er hat keinen Rundumleuchter. Fängst du bei Feld 2 an? Kann ich machen. Ja, wir können die auch fix zusammen durchkloppen. Ich wollte gerade sagen, dann fangen wir doch immer vor Ort, ne? Ja, fahre ich mit dir auf Feld 2. Also mach mal noch eine Stunde. Oh je. Also du musst früh raus, ne? Ja, Sonst wie machen wir gesagt, den. um 6:30 müsste ich im Auto sitzen. Ja, ansonsten machen wir jetzt einfach dann. Moin, moin, Janis. Ansonsten machen wir einfach dann halt den Cut jetzt. Dann ist halt jetzt Feierabend. Und das heben wir uns dann auf für die nächste Folge. Meinst du? Jetzt Ja, ist gerade weil der wir. Janis da. Ja, tut mir leid. Du musst morgen früh raus, bevor ich dann von dir böse Wörter höre. Ja, du hast recht, ich mache einen Cut und wir machen aber nicht mehr so lang. Wir machen die nächste Folge nur eine Dreiviertelstunde oder so. Mir ist egal. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tüdelü! Ciao.